Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Dienstag. Dienstag heißt Kolumnezeit. Heute geht es um das Thema neue Verlage. Viel Spaß! Neues Thema ist heute das Thema neue Verlage. Vorab aber kurz Rückblick auf das alte Thema Spielen im Winter, Spielen zu Weihnachten. Wie bei mir gibt es da auch ganz unterschiedliche Aspekte von euch. Viele haben gesagt, dass sie mehr spielen im Winter, weil einfach da mehr Zeit ist, das Wetter draußen nicht so toll ist und man dann gemeinsam mit der Familie oder Freunden dann am Tisch zusammensitzt und ein Brettspiel halt rausholt. Andere sind sogar im Weihnachts- und Dekorationsstress. Da kommt das Spielen dann vielleicht sogar ein Stück weit zu kurz. Es gibt aber auch viele, die gleichmäßig übers Jahr verteilt spielen. Dann auch gerne draußen. Draußen sicherlich dann andere Art der Spiele. Sportspiele wurden da auch genannt. Das kenne ich von mir auch. Kupp wird auch immer gerne beispielsweise am Strand gespielt. Dann mag ich euch noch aufmerksam machen auf den Adventskalender, der weiterhin auch auf meinem Blog läuft. Da einfach gucken, wer da gerne gewinnen will. Sind ja immer unterschiedliche Kanäle, wo das möglich ist. Der Gewinner vom letzten Mal, TomTom, hat sich leider bei mir noch nicht gemeldet. Also ich gebe jetzt hier nochmal eine Frist von Mittwoch, sonst werde ich den Preis noch einmal auslosen unter den Teilnehmern, die bei dem Gewinnspiel dabei waren. Wäre schade, wenn das nicht funktionieren würde. Also TomTom, bitte einmal nochmal melden. Das neue Thema. Neue Verlage. Ja, das ist mir jetzt, ich habe nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich jetzt auch gerade die Neuheitenvorschau für das Jahr 2022 vorbereite. Guck dann immer nach, welche Verlage muss ich da im Blick behalten. Und aufgefallen ist mir, dass trotz oder gerade wegen Corona, was jetzt genau die Ursache ist, weiß ich gar nicht, 8 Verlage in Deutschland entstanden sind, also Deutschland und Österreich, im Jahre 2021. Sind so 1-2 Verlage, die so zwischen 20 und 21 entstanden sind, die habe ich noch mit hineingenommen. Aber der größte Teil ist tatsächlich jetzt im letzten Jahr auf den Markt gekommen, dann halt auch mit seinen ersten Produkten. Und das fand ich sehr spannend oder sehr bemerkenswert. Also entweder ist da ein langfristiger Plan dahinter und man hat ihn trotz Corona umgesetzt, oder aber wegen Corona blieb einfach auch ein Stück weit mehr Zeit, mehr Luft, mehr Lust, auch sowas auszuprobieren. Ich gehe mal die Verlage so einzeln durch. Da ist zum einen das 1A-Spiel, das ist erstmal ein reines Kartenspiel, hier ganz aus der Nähe von Bonn, jetzt ganz frisch herausgekommen. Dann haben wir One More Time Games aus Österreich. Die haben ja mit Rift Force eine Kickstarter-Kampagne laufen lassen, waren in 2020 schon sehr aktiv auf verschiedenen Messen, haben das Spiel da in Teilen vorgestellt. Ist aber dann tatsächlich erst in diesem Jahr auch erschienen und gleich mit einem Platz auf der Auswahlliste belohnt worden. Lucy Goosey Games ist ein Verlag mit eher so leicht zugänglichen, einfachen Partyspielen, würde ich mal sagen. Bags of Butts, Chinchilla Dice und Tofu God waren da die ersten drei Werke. Dann haben wir noch Nerdlab Games, die sind gerade mit ihrer Kickstarter-Kampagne durch, mit Mindbug sehr erfolgreich. Ich glaube, knapp 280.000 oder 290.000 Euro sind dazu zustande gekommen für ein Kartenspiel. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Also es ist kein hochpreisiges Spiel gewesen, sondern eben ein reines Kartenspiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Habe ich auch hier noch liegen, das Mindbug. Sehr schönes Zwei-Personen-Spiel. Wird dann aber auch mit Sicherheit in den Handel kommen. Ornament Games ist gerade frisch gestartet hier aus der Ecke in Köln mit dem Spiel Die Baumeister von Köln. Interview habe ich auf der Brettspielbox online gesetzt. Das ist ein Familien-Pick-up-and-Deliver-Spiel. Dann habe ich noch Pangaea Games, ebenfalls ein sehr erfolgreicher Kickstarter. Nochmal einiges mehr an Geld zustande gekommen. Da ist das Material aber auch hochwertiger.
Die sind sehr stark im nachhaltigen Business da unterwegs. Da freue ich mich schon sehr auf das Spiel, wenn das ausgeliefert wird. Spiel das. Eher auch so ein bisschen poppige Spiele, die rausbringen, neue Helden unter anderem. Und ja, Spielpunks habe ich mit dazu genommen. Die haben zwar kein eigenständiges Spiel unter ihrem Label herausgebracht, aber mit PD Games das Spiel Watch auf den Markt gebracht, was ja auch in Essen das erste Mal erhältlich war. Ja, 8 Verlage und ich werde mit Sicherheit noch welche vergessen haben. Also da bitte gerne in die Kommentare hineinschreiben, wenn euch da noch andere bekannt sind, die da jetzt online gegangen sind. Ich mache ja auch immer ganz gerne so Interviewreihen mit den neuen ja, Inhabern, um mal zu erfragen, was war die Motivation, warum haben sie Lust gehabt, das zu machen. Kann man also sehr gut hier beispielsweise bei Ornament Games, Nerdlab Games, ja, Rift Force, Pangaea Games habe ich auch schon gehabt. Spiel das, nachlesen, wo man einfach merkt, da steckt in der Regel aber eher was Langwieriges dahinter. Also eine Idee, die man schon eine ganze Zeit lang mit sich herumgetragen hat, um dann eben halt auf dem Markt zu sein. Ich finde es aber sehr spannend, dass gerade jetzt auch in dieser Zeit so viele Verlage da sind und dahingehend auch meine Frage. Also erstens gerne ergänzen die Liste, wenn euch noch weitere Verlage einfallen. Zweitens, was haltet ihr davon? Findet ihr das gut, dass immer wieder neue Verlage eben halt auf den Markt kommen mit neuen, frischen Ideen? Oder verstopfen die in Anführungszeichen eigentlich das gesamte Portfolio? Weil gerade auch die großen Verlage hämmern ja auch ohne Ende eine Menge an Spielen dann hinein in den Markt, also dass da irgendwo der Überblick fehlt. Und die haben natürlich ganz andere Marketingmaschinerien, Vertriebsmaschinerien, eben halt ihre Spiele durchzudrücken. Da ist es dann auch gar nicht so einfach, eben halt am Markt auch bestehen zu bleiben. Da habe ich auch mal geguckt, was ist denn so in den letzten 5, 6 Jahren an Verlagen auf den Markt gekommen, die heute auch noch existent sind und tatsächlich auch Erfolg haben. Da ist zum einen Board Game Circus zu nennen, die ja aus diesem Thema der Übersetzung herauskommend mittlerweile ihr Portfolio deutlich erweitert haben, aufgebaut haben, jetzt auch das ein oder andere Kickstarter-Spiel herausgebracht haben. Da bin ich mal sehr gespannt auf die Tiere im Ahorntal. Deep Print Games, gut, die haben natürlich die geballte Power. Einmal von Frosted Games, von Pegasus dahinter stecken, aber eben halt auch von altbekannten Playern wie einem Peter Eggert, einem Viktor Kubilka oder auch der Matthias Natsch. Die haben sicherlich da nochmal eine ganz andere Möglichkeit, in den Markt hineinzugehen. Edition Spielwiese nicht zu vergessen, mit dem Michael gerade mal das Spiel des Jahres abgeräumt mit einer wunderbaren Idee. Frosted Games selber, die ihr Portfolio mittlerweile auf einen gigantischen Output ja, hochgeschraubt haben. Also wir können uns ja alle noch daran erinnern, habe ich auch immer noch sehr gerne gehabt, gerade um diese Jahreszeit, die Adventskalender von Matthias. Und mittlerweile ist Frosted Games ja nicht nur für den Zuckerguss zuständig, sondern halt für handfeste Spiele, siehe Aeon's End als Beispiel. Skellig Games macht sich auch immer mehr ja, mit eigenen Spielen, mit Lokalisierung auf dem Markt breit, hat auch ein tolles Portfolio, auch dadurch, dass sie mit Eagle Griffin Games da eine gute Partnerschaft haben. Spiele Fable, immer noch in der Nische so ein Stück weit, teilweise kleinere asiatische Spiele oder amerikanische Spiele, immer irgendwas Besonderes dabei, sei es hier das Spiel mit dem Fliegenfischen. Jetzt herausgekommen, Schichtwechsel, was ich auch sehr toll finde, so ein Spiel über ja, den Ruhrpott und Kohleabbau. Also da ist immer so ein, der ist immer noch so im Nischenbereich unterwegs, aber finde ich auch sehr schön, dass er halt das diesen Spielen halt auch ermöglicht. Ja, und wie Phönix aus der Asche ist ja Strohmann Games im letzten Jahr hochgeploppt, die ja auch direkt auf der Nominierungsliste gelandet sind mit dem Glücksgriff. Des Kartenspiels, was sie da herausgebracht haben, plus dieses Jahr das Setup mit weiteren tollen Spielen. Also Strohmann Games wird sich wahrscheinlich, wenn es ihnen auch im dritten Jahr gelingt, da nochmal richtig coole Spiele heranzuholen, sehr schnell gelingen, sich auch im hiesigen Markt zu etablieren. Also das sind jetzt einfach mal Verlage,
wo ich sage, die haben sich in den letzten 5 Jahren hier tatsächlich auch ein festes Standbein verschaffen, während andere Verlage dann halt es eben halt nicht so geschafft haben oder in Anführungszeichen noch beweisen müssen, dass da noch ein bisschen mehr hinter steckt. Ja, also ihr seht, also die Vielfalt in Deutschland, auch was an Verlagen da ist, ist doch extrem groß. Nicht nur eben halt in den Nischen, sondern dass man eben halt auch mit kleinen Programmen dann startet und mittlerweile halt schon alleine was die Anzahl der Spiele angeht, halt zu einem mittleren Player da hochgeht. Finde ich faszinierend. Und ja, was denkt ihr darüber? Und ergänzt gerne noch die Listen um die Verlage, die ich jetzt hier nicht drauf hatte. Natürlich darf es auch ein gespielt geben. Dieses Mal ist es ein kleines Spiel von Pegasus. Camelot nennt sich das Spiel. Ist ein schöner Absacker, muss man sagen. Wir haben hier einen großen Kartenstapel. Jeder Spieler entscheidet sich zum Beginn des Spiels dafür, ob er in der Eule oder in der Katze ist. Also das sind zwei Kneipen oder Tavernen, wie es im Spiel so schön heißt, in denen man sich aufhält. Und dann habe ich 4 Handkarten auf der Hand. In meinem Spielzug habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder von einem Kartentyp, es gibt 7, 6, 5, 4, 3, 2, alle Karten abzulegen. Oder aber eben halt die Aktion dieser einer Karte eben halt durchzuführen. Wenn ich eine Karte ablege oder Karten ablegen, prüfe ich immer mit allen, die jetzt in dieser Taverne drin sitzen, man kann das Spiel mit bis zu 6 Leuten spielen, ob wir die Anzahl der Karten erreicht haben. Beispielsweise, also das ist relativ simpel, wenn ich 2 Karten von 2 in der Taverne liegen habe, findet direkt eine Auswertung statt. Dann nimmt sich der Spieler, der jetzt zuletzt diese Zweierkarte gelegt hat oder aber in eine Taverne hineingekommen ist, also auch das kann halt dazu führen oder dass es ausgelöst wird, nimmt sich die Karten und verteilt die reihum an alle Teilnehmer in der Kneipe oder in der Taverne, nicht der anderen. Und es dürfen natürlich auch nicht die Karten der anderen Tavernenleute genommen werden, die beispielsweise jetzt in der Eule sitzen, während ich in der Katze bin. Und so wird das hereihum halt verteilt, bis eben halt alle Karten an die Teilnehmer in der Taverne eben verteilt sind und umgedreht. Das sind dann Goldstücke, die lege ich unter meine Tavernenkarte und gut ist. So, das kann ich eben halt machen. Logischerweise muss ich bei der 7er-Karte eben halt auch 7 Karten gesammelt haben, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern. Ich kann jetzt aber auch eben diese Effekte der Karten ausspielen. Das kann beispielsweise sein, dass ich die Taverne wechsle. Ich kann jemand anderen auch in eine Taverne holen oder schicken. Ich kann mit jemandem Sets tauschen. Das kann halt für mich dann ganz lukrativ und interessant sein, insbesondere wenn jemand auch in einer anderen Taverne beispielsweise sitzt. Ich kann mir aus dem Ablagestapel bestimmte Karten herausnehmen und so gibt es halt ein paar Sondereffekte, die das ganze Spiel dann noch ein bisschen variabler machen. Das Spiel ist sehr schnell erklärt, sehr schnell gespielt, ist ein wunderbarer Absacker. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es ist jetzt kein hochtrabendes Spiel, aber da gehört natürlich auch ein bisschen Blödsinnreden dazu. Den einen oder anderen dann in die eigene Taverne zu locken oder aber vielleicht auch mal wegzuschicken, damit man eben halt mehr von dem Loot verteilt kriegt. Denn je weniger in der Kneipe sitzen oder in der Taverne sitzen, in der man selber ist, umso mehr Karten kann ich natürlich eben halt auch an mich verteilen. Muss man halt dementsprechend berücksichtigen. Kleines taktisches, nettes Absackerspielchen ohne großen Regelzwang. Also das heißt, man ist relativ schnell im Spiel drin. Ja, das war Camelot von Pegasus. Wer noch einen kleinen Absacker braucht. Ansonsten freue ich mich wie immer gerne über den Daumen hoch. Sollte euch das Video gefallen haben, über Kommentare. Gerne auch hier abonnieren, solltet ihr noch nicht dabei sein. Und am Freitag geht es mit den News weiter. Ich denke mal, vor Weihnachten macht das noch Sinn, dass da nochmal was rauskommt. Bis dann. Tschüss, euer Christoph.